Moin, hallo, willkommen zurück zu Vampire Legends The True Story of Kizilova. Ich habe hier noch einen Saal mit Anker. Ich ziehe jetzt einfach mal das Ding hier an Land. Da liegt noch ein Teil dran, ein Puzzleteil, alles klar. Da können wir in der Mühle das noch machen. Und mit der Angel können wir hier noch ein bisschen was aus dem Fluss angeln. Sehr komisches Gott, das war der dritte Schlüssel, okay. Der Schlüssel ist verrostet, ich muss ihn erst säubern. Okay, da müssen wir gucken, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier. Da ist nämlich noch ein Puzzleteil. Anleitung. Verschiebe und drehe die Stücke, um das Bild wiederherzustellen. Ja, das können wir doch irgendwie hinkriegen, hoffentlich. Das kommt schon mal dahin. Und das muss vielleicht so rum. Ja, das Teil bleibt so. Das kommt so, glaube ich, denke ich mal, ja. Das drehen wir auch mal. Das kommt dann hier hin. Das könnte dahin kommen. Ich muss mal auch drehen. Das kommt dahin. Nee, das war richtig so. Nee, doch. Das war richtig so rum. Und das gehört nach unten. Okay. Salz haben wir gefunden und... Salz haben wir gefunden. Okay. Salz und Limette brauchen wir. Ist hier noch irgendwas? Ne, ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Ne, da war nichts mehr. Jetzt haben wir hier noch Rose Haus. Da können wir was zusammenbasteln wahrscheinlich, um den Schlüssel zu reparieren. Ich würde sagen, hier. Salz. Machen wir Salz. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel? Ne. Dann setzen wir den Knopf ein, würde ich sagen. Und hier liegt die 3. Okay, wir haben die 3 gefunden. Dann gehen wir zurück und müssen jetzt hier noch was machen. So, Anleitung. Setzt die Muscheln auf die richtigen Felder. Die Zahlen an den Reihen und Spalten zeigen an, wie viele Muscheln sich dort befinden müssen. Was? Ach so, ich kann hier... Okay, da müssen 3 Muscheln müssen hier sein. Hier auf jeden Fall. Hier steht 0. Also darf hier schon mal gar keine sein. Hier müssen 3 sein, also hier und hier. Hier müssen 3 Stück sein, wahrscheinlich hier. Das ist nicht korrekt. Hier müssen 3 sein. Das ist korrekt. Die beiden sind nicht korrekt, aber es müssen noch 3 in der Reihe sein, oder bin ich jetzt doof? Achso, 3 Einser, hier und hier. Hier müssen 3 am Stück sein. Also hier und hier. Und hier darf keiner sein. Okay, dann haben wir eine Kurbel oder was auch immer das ist, eine gefunden, ne? Genau, die Kurbel braucht die. Wo brauchte ich die Kurbel denn jetzt nochmal? Da oben, glaube ich, hin, ne? Da, genau. Kurbeln. Was habe ich gefunden? In diesem Netz steckt etwas. Ich sollte es durchtrennen, um nachzusehen. Damit, mit der Glasscherbe. Okay, wir haben 3 Fischteile gefunden und eine Metallkachel. Fischteile können wir hier einsetzen. Okay. Noch ein Edelstück. Ein Edelsteinstück. Eine Metallkachel. Den Schlüssel muss ich noch reparieren. Wir brauchen noch Limettensaft hier, ne? Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Gute Frage. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Wir durch. Hier sind wir, glaube ich, auch durch. Hier auf der Veranda war, glaube ich, auch nichts mehr. Hier drinne müsste ich den Schlüssel noch reparieren, glaube ich. Aber erstmal muss ich die Metallkachel noch gucken, wo wir die brauchen. Eine Metallkachel. Metallkachel, Metallkachel. Die braucht ich hier nicht. Hier braucht die Schlüssel einfach nur und wahrscheinlich noch die Edelsteine nachher dann. Da reingehen konnte ich auch nicht, weil ich hier nur Dingens gemacht habe. Philips Haus. Eine Metallkachel. Wo kommen diese Metallkacheln? In Roses Haus kommt die. Wo kommt die denn hin? Was kann ich denn hier machen? Hier kann ich doch nichts mehr machen, oder? Da hatte ich noch eine Zange. Oh. Und was mache ich mit der Zange? Lass sie mich nachgrübeln. Kisten. Kisten, Kisten. Muss ich doch wieder zurück. Die habe ich schon ganz vergessen, die Kisten. Hier. Zange und Kisten.
Habe ich die echt übersehen, die Zange? Da ist noch ein Edelstein. Und eine Limette. Guck dich das eine an. Da ist eine Limette. Alles klar, dann können wir jetzt in Roses Haus. Hier. Mit der Saftpresse. Die Limette pressen. Und Salz. Und den Schlüssel da rein tun. Jetzt haben wir einen sauberen Schlüssel. Alles klar, wir haben drei Schlüssel. Und jetzt habe ich noch eine Metallkachel, wo ich halt immer noch keine Ahnung habe, wo die hinkommt. Da muss ich nachgucken. In der Fischerhütte. Wo kommt denn hier eine Metallkachel hin? Ach, da kommt eine Metallkachel. Ich bin ja auch doof. Okay, Anleitung. Verschiebe die Kacheln, um das verrostete Stück ganz nach rechts zu bringen. Okay. Das Kurzzeitgedächtnis ist eine Katastrophe. Das muss nach unten. Das muss darüber. Das muss darüber. Das muss da hoch. Das muss darüber. Da hoch. Darüber. War das richtig? Jetzt bin ich gerade verwirrt. So. Ich muss in die Richtung. Darüber, darunter, darunter, darunter und darüber. Der Schlüssel. Ich habe alle vier Schlüssel gefunden und ich habe vier Edelsteine gefunden. Und jetzt hole ich sie aus der Gruft raus, ja? Die Frage ist aber, warum wurde sie denn in erster Linie aus dem Grab geholt? Das ist sehr merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe vier Schlüssel. Der lässt sich drehen. Der lässt sich drehen. Der lässt sich drehen. Rose. Ach du meine Güte. Okay, jetzt müssen wir hier die Edelsteine einsetzen. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich dann noch ein... Achso. Ein Lichträtsel noch lösen. Ordne die Spiegel so an, dass jeder Lichtstrahl auf das farblich passende Feld trifft. Na, das kann ja heiter werden. Da ist ein Schwarz. Ach, ich kann die wegnehmen, okay. Du musst nach unten. Das ist die einzige Möglichkeit, das passt. Du musst nach oben. Und dann, oh, ich habe nicht so viele Dinger hier. Darüber. Nach unten und dann darüber. Und du musst einfach hier hoch. Thank you for coming to my rescue again. You saved me once already, though you were too late to save me from this curse. Regardless, I am in your debt. For that reason, I will give you a chance to choose your destiny. Do you wish to have eternal life as I do? Ich darf mir das aussuchen? Zum Vampir werden oder den Flug beenden? Oh, das ist jetzt fies. Ich frage jetzt, was sagt mir jetzt zum Vampir werden? Rennen wir dann hier zusammen durch die Gegend oder endet hier der Flug? Normal müsste der Flug jetzt hier eigentlich enden. Die Frage ist, wie ist sie zum Vampir geworden? War sie schon ein Vampir? War sie kein Vampir? Und warum kann man sich das aussuchen? Kann man das dann nochmal spielen? Das würde mich jetzt interessieren, muss ich zugeben. Das ist eine gute Frage. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die Leute auswählen würden. Fluch enden oder Vampir werden. Ich glaube, die meisten würde ich pauschal behaupten, Fluch endet hier. Oder? Das wäre so die Standarddingens. Ich bin ja irgendwie gespannt. Aber das Problem ist, wenn ich zum Vampir werden würde, dann hätten wir ja das gleiche Dilemma auch wieder. Das Interessante ist, dass sie uns die Entscheidung überlässt. Das finde ich ziemlich abgefahren. Puh. Also ich würde mich normal, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, auswählen, der Fluch endet hier.
Das Problem ist aber, wie könnte ich den Fluch beenden? Weil ich habe ja jetzt nichts dabei. Ich habe ja keinen Holzpflock und nichts dabei. Das würde, glaube ich, nicht gut enden, glaube ich. Zum Vampir werden ist das Problem, dann würden noch mehr Leute drauf gehen, ne? Ich würde gerne beide Enden sehen, muss ich zugeben. Das interessiert mich jetzt. Aber ich muss mich jetzt entscheiden. Was nehme ich jetzt? Was nehme ich jetzt? Ist der Fluch endet hier, Vampir werden. Fluch endet hier, Vampir werden. Ich würde normalerweise das hier nehmen. Ich würde normalerweise echt hier endet der Fluch auswählen. Aber ich nehme mal, ich werde ein Vampir. Nach den Ereignissen in Kilisova breitete sich der Fluch der untoten Kreaturen, auch Vampire genannt, über ganz Europa aus. Es war der Beginn einer Ära des Schreckens. Sie ging als Vampirkontroverse des 18. Jahrhunderts in die Geschichte ein. Während dieser Zeit litt Europa unter einer Epidemie von Vampirangriffen. Zahlreiche Stadtbewohner wurden krank und ihre Nachbarn fanden schon bald heraus, dass Vampire dahinter steckten. Die Opfer wurden als schwindsüchtig beschrieben, weil sie nach den Angriffen alles Leben und alle Energie aus dem Körper verschwand, um die Epidemie zu stoppen, wo die Menschen. Geht leider nicht mehr. Ich bin zu lahmarschig mit Lesen. Tut mir leid. Ihr könnt ja zwischendurch nochmal Stopp machen und euch das angucken. Ich würde gerne dann das andere nochmal sehen. Kann ich das nicht irgendwie nochmal gucken? Ach, man kann es hier. Oh, ey, das finde ich ja gut. Man kann es tatsächlich nochmal lesen. Das finde ich ja gut, dass man hier nochmal nachgucken kann. Wo war denn, wo war ich stehen geblieben? Wurden als schwindsüchtig beschrieben, weil nach den Angriffen alles Leben und alle Energie aus dem Körper entschwand, um die Epidemie zu stoppen, gruben die Menschen fertige Leichname wieder aus und fehlten sie, um den Fluch zu beenden. Die Ereignisse dauerten trotz offizieller Untersuchungen und strikter Verbote von Exhumierungen und Grabschändungen mehr als 100 Jahre an. Die Legenden haben bis zum heutigen Tag überlebt. Die Ereignisse in Kiselova, einer kleinen Stadt an der Donau, haben die Welt für immer verändert. Krass, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die ganze Geschichte habe ich jetzt freigeschaltet. Sie ist also tatsächlich zum Vampir geworden. Oder war sie schon ein Vampir? Ich bin mir da nicht sicher. Aber ich könnte mir vorstellen, als er sie weggezogen hatte im Hauptspiel, dass er sie vielleicht da gebissen hat. Aber dann muss sie ja doch, dass er sie gebissen hat. Und sie wurde dann halt lebendig begraben in dem Sinne, kann man das so sagen? Ich glaube schon, ne? Irgendwie so. Ziemlich abgefahren. Mich würde ja interessieren, jetzt, ob ich da nochmal ein Stück der Story noch spielen könnte, beziehungsweise nochmal reingucken könnte, weil das würde mich doch schon irgendwie interessieren. Wenn der Fluch da enden würde, dann wäre wirklich Ende. Mal schauen. Ich gucke da nochmal nach. Ich weiß nicht, ist jetzt hier zu Ende? Ist nicht zu Ende? Ich hoffe, ich jetzt zu Ende. Da bin ich nochmal. Ich habe es nochmal so weit durchgespielt, dass ich nochmal nachgucken kann. Da ist Rose und sie lässt mir wieder die Entscheidung. Letztes Mal hatten wir ja ein Vampir werden genommen, was ziemlich verheerende Auswirkungen hatte. Und jetzt nehme ich das, was ich eigentlich normalerweise nehmen würde. Der Fluch endet hier. Ich habe allerdings nicht dabei, also wüsste ich jetzt nicht, wie das funktionieren könnte, aber wir schauen mal. Rose Vlana, auch bekannt als Rosa Vlania, war der letzte Vampir, der in Kiselova gesichtet wurde. Von dem Tag an waren die Anwohner von dem Fluch befreit, der auf ihrer Stadt gelastet hatte. Nach und nach kehrten sie zurück, restaurierten ihre Häuser und lebten auf. Doch trotz deiner Entschlossenheit und deines Einsatzes konnte deine Taten in Kiselova die Ausbreitung des Fluchs über die ganze Welt nur verzögern. Kurz nach den Ereignissen in Kiselova brach in Europa. Da ist es schon wieder zu schnell. Ich bin aber zu langsam im Lesen. Das tut mir leid. Das tut mir echt leid, aber das Gute ist ja, es kommt, glaube ich, nochmal. Wir hatten einen Flock dabei. Wo haben wir den Flock denn hergehabt? Das würde mich mal interessieren. Ist das so Standardausrüstung jetzt oder so? Ich bin mir da nicht so sicher. In Europa eine Epidemie von Vampirangriffen aus. Zahlreiche Bewohner wurden krank und ihre Nachbarn fanden schon bald heraus, dass Vampire dahinter stecken. Die Opfer wurden als schwindsüchtig beschrieben, weil nach den Angriffen alles Leben und Energie aus den Körpern entschwand, um die Epidemie zu stoppen, gruben die Menschen fertig die Leichname wieder aus und fehlten sie, um den Fluch zu beenden. Die Ereignisse dauerten trotz offizieller Untersuchungen und strikter Verbote und Exhumierung und Grabschändungen mehr als 100 Jahre an. Legenden zufolge sollen die Vampire bis zum heutigen Tag auf der Jagd sein und den Rest habe ich schon wieder nicht geschafft. Das gibt's doch nicht. Mann, bin ich lahm. Aber ein Glück läuft das hier nochmal durch. Rose Vliana? Rosa Vliana. Interessanter Name, muss ich zugeben. Ich frage mich, ob das so russisch-polnisch ist. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so.
Da unten, genau. Die Vampire zu leben, Legenden zufolge sind die Vampire bis zum heutigen Tag auf der Jagd. Wird man sie jemals wirklich aufhalten können? Die Antwort ist ungewiss. Gewiss ist nur, dass es immer Mutige wie dich geben wird, die bereit sind, im Kampf gegen das Böse ihr Leben zu riskieren. Hier ist also der Text etwas anders, weil wir es doch geschafft haben. Dann war es das jetzt, Schreiner. Okay, dann machen wir das hier aus. Das war also Vampire Legends: The True Story auf Kisilova, oder im Deutschen, jetzt kann ich es ja nochmal sagen, da steht es nochmal: Der Fluch der Vampire, Kisilovas blutiges Geheimnis. Daher auch Rose mit der Rose in der Hand sozusagen. Sieht echt schön aus, muss ich zugeben. Aber sie hat es nicht geschafft, leider. Ich frage mich ja, ob sie vorher schon das hatte, als sie die Story beendet hatten, wie gesagt. Ich bin mir da halt nicht sicher. Und sie dann doch irgendwie wieder aufgewacht ist, dann halt da in der Gruft. Aber dann verstehe ich nicht, warum sie da ja rausgekommen ist, weil normalerweise kommt man da so ohne weiteres nicht raus. Eigentlich zumindest selbstständig nicht. Aber naja, wer weiß das schon. Das war eine schöne Geschichte. Und ich würde sagen, wir gucken gerade nochmal schnell in das Bonusmaterial rein. Hier. Ja, doch, Bonusmaterial könnte man auch sagen. Das machen wir mal raus. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Normalerweise schneide ich das mal raus. Aber ich gucke jetzt mal ganz schnell nochmal hier in den Bonusinhalt. Fotos. Hier haben wir nochmal Fotos. Die gibt es echt, die Stadt hier? Kiseljova oder sowas? Kiselova. Das hängt allerdings hier. Krass. Das sind echte Bilder. Guck mal, das sind hier Bauern oder so. Da sind. Weiß gar nicht, sind das Rinder? Das sieht so aus, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf dem Felde. Das müsste die Donau sein, wa? Das ist ein Haus. Okay, das ist hier so. Das ist so, so eine Kirche oder sowas hier. Mit dem Turm, okay. Ist auch schon alles ramponiert und kaputt, ne? Das ist schon eine Geisterstadt. Ne, da stehen eigentlich noch Autos rum. Okay. Ist also noch keine Geisterstadt. Krass. Da ist noch ein Denkmal. Es hieß ja, dass es auf Begebenheiten ruht, ne? Die Frage ist, kommt das hin, kommt das nicht hin? Das ist immer noch so eine Sache. Man hat ja damals auch Legenden oder Geschichten gemacht, halt, weil man bestimmte Sachen nicht begriffen hatte oder nicht wusste, wie das war. Das könnte der Ferienabschnitt gewesen sein. Okay, das ist die Kirche von innen. Das sind der Friedhof. Ganz schön großer Friedhof. Alter Schwede, sind das viele Gräber. Krass. Ja, wurde auch schon lange nicht mehr gepflegt, ne? Das Problem ist nur, wenn keiner da ist. Und wenn es zu pflegen, dann ist es auch schwierig. Konzeptgrafik. Rose ist echt cool gelungen, muss ich zugeben. Erst war sie so. Mit so einem einfachen Kleid. Dann hat sie hier noch so einen Gürtel gekriegt, mit so hemdmäßig. Und dann wird das nachher noch so ein bisschen verziert. Rose Vleana. Ich weiß noch nicht, ob das J vielleicht stumm gesprochen wird oder das Y. Das war der Mayor. Den hat es ja leider zerrissen. Das ist Philipp Lapin. Er hat da echt noch bis zum letzten Zeit noch gekämpft. Charakter Frommbald. Das war mein Assistent oder so, würde ich sagen. Igor, der Butler. Alles klar. Stefan, der Shopkeeper. Krass. Okay, das ist eine ganz einfache Zeichnung. Hier wurde dann einfach gezeichnet, dann wurde dann nochmal ein bisschen angepasst. Da war der Ferry Operator. Die Medizinerin. Das war Olga. Die hat uns mit dem letzten Ding jetzt noch was gegeben. Er muss sie gebissen haben, meiner Meinung nach. Als er sie rausgezogen hat, muss er sie eigentlich schon gebissen haben. Peter Blagojevic. Krass. Das sind so die einzelnen Stellen hier, die nochmal nachgearbeitet wurden oder überarbeitet wurden. Beziehungsweise wie das nachher aussehen sollte. Okay, das ist der Dorfplatz. Das ist ein Zimmer. Okay. Das war die Kirche. Ja, das sieht so dorfplatzmäßig aus mit dem Runde. Da ist sie im Wald. Rose im Wald. Das war hier das Innere der Kirche. Interviews gibt es auch noch. Ich glaube, die Interviews lassen wir mal weg. Das könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Das war's, würde ich sagen. Soweit, so gut. Ich muss mal schauen. Ich denke mal. Ja, das ist jetzt nicht so lang gewesen. Ich denke mal, ich hänge das noch mit an die Episode ran. Werdet ihr ja sehen. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in einem anderen Wimmelbildspiel wieder oder in einem anderen Let's Play. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.